Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Und wir sind dann mal auf dem Weg zur Story. Wie gesagt, im letzten Part, ich will jetzt die Story spielen und dann machen wir das natürlich auch. So. Dann einmal Kriegsschiffe. Das klingt doch interessant. Ah, da kommen Gegner. Was sind das? Oh. Unsere Schiffe? Da kann ich dass die die gekapert haben. War, gib recht. Nur zu, Kommandeur. Eilie Jane hat die Truppen versammelt und erwartet euch. Okay. Guten Tag. Und deshalb meine ich, dass Forscherin Mevas Megafluiditätstheorem völliger Quatsch ist. Meva hat nicht alle Tassen im Schrank. Ha, endlich sind wir beide mal einer Meinung. Klappe, ihr zwei. Der Kommandeur muss euer Gedöns nicht hören. Wir müssen Meldung machen. Behaltet Abstand. Wir haben die Schiffe, die Mannschaft und eine ansehnliche Streitmacht. Wir brauchen nur noch einen guten Kommandeur und unser Trupp ist bereit für den letzten Einsatz. Ich bin bereit, die Auferstandenen in ihre untoten Hintern zu treten. Wie gehen wir es an? Wir segeln nach Süden und mischen uns unter ihre Galeeren. Die Auferstandenen werden uns für einen Teil ihrer Flotte halten, bis wir auf ihre Küstenartillerie feuern. Während wir segeln, lenkt Tintenblut die Bodentruppen der Auferstandenen mit einem Täuschungsmanöver ab. Kommandeur, ihr kommt mit Fel, Mary und mir an Bord des Flaggschiffs. Zod wird als Schütze auf dem Flaggschiff sein. Ellie wird der zweiten Galeone der Windschnitte zugeteilt. Wir müssen unsere Feuerkraft verteilen, für den Fall, dass wir eines der Schiffe verlieren. Macht euch um die gekaperten Galeonen keine Gedanken, Reckon Jane. Alles wird gut. Sie sind voll einsatzbereit. Wobei einsatzbereit in dem Fall heißt, ein Leck mehr und die Kähne sinken wie Steine. Das reicht, ihr beiden. Wenn ihr erlaubt, Kommandeur, beladen wir nun die Schiffe und setzen die Segel. Warum die geschwollenen Ohren, Zod? Besorgt um mich? Nein, ich wollte euch nur wieder auf meinem Schiff haben, damit ihr mir helft. Nur nicht nervös werden. Bringt eure grauen Zellen in Gang und dann an die Arbeit. Ja, Ellie ist so süß und Zod auch. Gut, dann... auf, ne, Leute? Auf. Ich sehe keine Bewegung. Offenbar sind wir in Sicherheit. Gebt acht. So leicht geben sie nicht auf. Sollen wir mehr wie Auferstandene aussehen? Bisschen rumschlurfen oder verrotten oder so? Bleibt ruhig, Mary, mein Täubchen. Mehr können wir nicht tun. Willkommen an Bord, Kommandeur. Eilie und Zod erwarten euch an Deck. Alles klar. Ihr werdet an Deck gebraucht, Kommandeur. Ja. I know, das hast du gerade gesagt. Hallo. Agent Zod, Zeit für eure Magie. Gebt mir eure Feuerkraft. Ein Teil Feuer, ein Teil Kraft und der Rest ist pures Kaboom. Kaboom! So, was müssen wir kaputt machen? Ich glaube das hier. Sieht Feuert so aus, als hätten die Riesen die Küstenverteidigung übernommen. Wehrt die Felsen mit euren Kanonenschilden. Zu spät. Das Auge hat uns entdeckt. Macht euch auf was gefasst. Jetzt wird's ernst. Müsst die Knochen werden zerstört. Aua. Helft mir. Aua. Sprecht. Keine Ausdauer mehr. Auf.
abbricht, Kapitän. Durch die Lecks kriecht Schleim. Ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Ich übernehme euren Posten, Kommandeur. Ihr geht da runter und helft Mary. Oh Mann. Ich will doch schießen. Wo bin ich hergekommen? Diese scheußlichen Dinger fressen sich durch das Schiff. Ich habe eine Idee. Ihr füllt die Löcher mit diesem Zeug und ich verschließe sie. Wir müssen diese Löcher mit irgendetwas stopfen, bevor sie größer werden. Und jetzt zurück an eure Kanone. Jaha, ich mach doch schon. Der Rumpf wurde fachgerecht geflickt, Kapitän. Warum schaukeln wir? Das Schiff ist nicht das Problem. Da kommt irgendwas durchs Wasser hoch. Kommandant, feindliche Schiffe an Steuerbord. Sie sehen gruselig aus. Muss ich die abschießen? Ich muss die abschießen. Okay. Wreckin' Jane, blickt nach Backbord! Die Windschnitte hat schweren Schaden genommen. Sie sinkt. Wir können nichts daran ändern. Wenn wir den Hafen nicht sofort einnehmen, ist der Paktangriff zum Scheitern verurteilt. Die Leute verlassen sich auf uns. Nein, das ist Ellies Schiff. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir haben unsere Befehle und die Mission hat oberste Priorität. Ellie würde das verstehen. Zur Hölle mit unseren Befehlen und der Mission. Ellie braucht mich. Ich lasse sie nicht im Stich. Ruhe jetzt, Agent Zod. Dieses Flaggschiff wird seinen Weg zum Orianischen Hafen fortsetzen. Der Pakt muss dieses Territorium besetzen und dies ist unsere einzige Chance. Allerdings gelingt die Mission auch ohne euch oder mich. Wreckin' Jane, überlasst unsere Posten Fell und Mary. Trefft euch mit Tintenblut, wenn ihr die Küste erreicht. Zod und ich gehen zur Windschnitte. Falls es Überlebende gibt, holen wir sie raus und treffen euch dort. Danke, Kommandeur. Ich versprach ihr. Alles klar. Dann retten wir mal Ellie. Heilung, bitte. Wir müssen an der Stelle im Wasser suchen, wo das Schiff unterging. Ja, wir beeilen uns ja schon. Habe ich auch für Ellies Schiff abgedingselt? Kaputt gemacht. Oh, da liegt wer? Und da vorne liegt Ellie. Noch. Sie muss noch atmen. Zod, ich hab sie gefunden, ne? Zod? Ich bin verwirrt. Hallo? Ich glaube, es ist verbuggt. Okay, darf ich das Schiff angreifen? Darf ich sogar. Wow. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht muss ich das hier kaputt machen.
Und irgendwie ist halt Sott nicht da, ne? Ich guck mal kurz, ob Sott irgendwo ist. Oder wo der ist. Sott, wo bist du? Gut, dann starten wir das halt neu. Ich hasse Bugs. I hate it. So, dann skippen wir den ganzen Quatsch. So, ach, wir müssen ja komplett von vorne. Oh Mann. Nur zu, Kommandeur. Ja, öffne das Tor. Jane hat die Truppen versammelt und erwartet. Und deshalb meine ich, dass Forscherin Mevas Megafluiditätstheorem völliger Quatsch ist. Meva hat nicht alle Tassen im Schrank. Ha, endlich sind wir beide mal einer Meinung. Klappe, ihr zwei. Der Kommandeur muss euer Gedöns nicht hören. Wir müssen Meldung machen. So, einmal skippen. Warum die geschwollenen Ohren, Sott? Besorgt um mich? Nein, ich wollte euch nur wieder auf meinem Schiff haben, damit ihr mir... Ich hoffe, ich darf das... Das darf ich nicht skippen. Ich sehe keine Bewegung. Offenbar sind wir in Sicherheit. Gebt acht. So leicht geben sie nicht auf. Sollen wir mehr wie Auferstandene aussehen? Bisschen rumschlurfen oder verrotten oder so? Bleibt ruhig, Mary, mein Täubchen. Mehr können wir nicht tun. Ich will das so skippen. Ach, Mann. Willkommen an Bord, ja. Kommandeur. Ja, Ali und Sott erwarten euch an Deck. Hallo. Agent Sott, ja. Zeit für eure Magie. Gebt mir eure bitte. Feuerkraft. Bitte. Ein Teil Feuer, ein Teil Kraft und der Rest mach ist pures Kaboom. Dankeschön. Sieht so aus, als hätten die Riesen die Küstenverteidigung übernommen. Wehrt die Felsen mit euren Kanonenschilden. Das Auge hat uns entdeckt. Macht euch auf was gefasst. Jetzt wird's ernst. Der Rumpf bricht, Kapitän. Durch die Lecks kriegen Schleim. Ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Ich übernehme euren Posten, Kommandeur. Ihr geht da runter und helft Mary. Tu das einfach, mach. Die Wut steigt. Diese scheußlichen Dinger fressen sich durch das Schiff. Ich habe eine Idee. Ihr füllt die Löcher mit diesem Zeug und ich verschließe sie, damit kein Schleim mehr durchkommt. Wir müssen diese Löcher mit irgendetwas stopfen, bevor sie größer werden. Hat das wehgetan? Kann ich das stopfen? Vielleicht könntet ihr mir was beibringen. Hallo? Wieso darf ich das noch nicht stoppen? Ich war nicht mal drin! The fuck? Ich bin bereit. Danke für eure Hilfe. Und jetzt zurück an eure Kanonen. Ich werde abkommen. Alter. Ihr ehrt mich. Der Rumpf wurde fachgerecht geflippt, Kapitän. Warum schaukeln wir? Das Schiff ist nicht das Problem. Da kommt irgendwas durchs Wasser hoch. So, mach Kanönchen bitte, Sott. Dankeschön.
Beim Schlund ist heiß. Sie haben die Windschnitte ramponiert. Die Galeone wird sinken. Gut. Sosot, springst du jetzt mit mir ins Wasser? Beeilung, bitte. Wir müssen an der Stelle im Wasser suchen, wo das Schiff unterging. Ja, dann komm mit. So, ich markiere den jetzt. Damit ich den auch nicht aus den Augen verliere. Du bist da, ne? Ja, du bist da. So, dann belebe ich die nicht Ellie? Wieder. Ellie! Sie atmet noch. Sie muss noch atmen. Und? Atmet sie noch? Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Wieso hat sie nicht auf mich gehört? Nur die Ruhe. Wir müssen sie nur finden. Sot? Seht nur all die hübschen Tangenten und Kurven an euren Ohren. So geometrisch. Ruhig, Ellie. Sagt jetzt nichts. Nach einem Schock Gleichungen zu lösen, kann nur zu nicht axiomatischen Formeln führen. Ich bin bereit, Kommandeur. Retten wir möglichst viele Soldaten und beenden wir diesen Kampf endgültig. Okay, da kommt doch jetzt das Retzen. Musik, Mann. Ellie, willst du auch retzen? Oder irgendwie machst du nichts? Angriff! Ja, dann kämpf mal. Wenn ich retze. Hilf mir mal ganz kurz. Irgendwie bin ich mega langsam im Ritzen. Mach, gib recht. So. Jetzt geht's doch schneller. Oh, jetzt helfen die so gut. So, dann schwimmen wir jetzt in die Küste. Menge hell. Das ist mega hell. Das ist ein Schiff von Bord. Okay. Was hat euch das Wasser getan? Irgendwie sind die nicht so fertig mit ihren Angriffen. Ihr müsst voll schon die Knochen wegmachen, ne? So. Hallo. Hier rüber, Kommandeur. Ellie. Gut. Ihr seid in Sicherheit. In der Tat, Gnädigste. Schön, dass es euch gut geht. Wir müssen dieses Gebiet einnehmen. Sot, Munition vorbereiten. Nehmt das, Kommandeur. Ihr setzt ein Signal und ihr feuert auf diese Stelle. Okay. Alles klar? Dahin. Feuern! Angriff! Ich noch eins. Gut.
Das wollt ihr wissen. Ich hab das Ding nicht getroffen. Warum sind jetzt so viele hier, wenn ich das alleine mache? Ich habe den Feind entdeckt. Passt auf eure Finger auf. Das Ding ist scharf. Wir heilen wie ein Wesen. Warum nicht? Die letzten verteilen. Die letzten. Ah, ja, genau die letzten. Weiter geht's. Seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann und bye bye.